Vor kurzem ist in Frankreich Bowling Saturn von Patricia Masui angelaufen, der zu großen Teilen in einem Bowlingcenter spielt. Und das hat uns Lust auf eine Blow-Up-Folge speziell über das Bowling gemacht. Denn gebowlt wird im Film. Von Frauen mit Jenna Rollins in Love Streams. Oder von Männern mit Jack Nicholson in Five Easy Pieces. Öffentlich in Drei Farben Rot. Oder privat in Abenteuer in Rio. Um einen Film zu eröffnen in Bowling for Columbine. Oder um einen Film abzuschließen in The Big Lebowski. In der Gegenwart mit Swan Allo in Petit Paysan. In der Vergangenheit mit Jennifer Jones in Als du Abschied nahmst. Oder noch weiter in der Vergangenheit mit John Goodman und seinen Freunden in Flintstones. Mit Strikes von John Candy in Allein mit Onkel Buck. Mit Spares von Sandra Locke in Der Mann aus San Fernando. Oder mit Gar nichts von Ryan Gosling in Lars und die Frauen. Kurz und gut, gebowlt wird im Film jede Menge. Und oft genug, dass wir uns dem Thema widmen können. Zunächst geht es in ein paar Filmen nur ums Bowling. Zum Beispiel in Willkommen in der Bretagne aus dem Jahr 2012 von Marie Castille-Messian-Char, in dem Mathilde Seigner und ein paar andere in Begleitung von Catherine Froh versuchen, ihre Geburtsstation, die geschlossen werden soll, zu retten, indem sie an einem regionalen Bowling-Wettbewerb teilnehmen. Erwähnen wir auch Kingpin der Farrelly-Brüder, der die Rivalität zweier ungewöhnlicher Champions beschreibt. Bill Murray und Woody Harrelson. Und dann ist da natürlich The Big Lebowski der Coen-Brüder mit dem Trio bestehend aus Steve Buscemi, Jeff Bridges und John Goodman, das seine Zeit mit dem Bowlen verbringt. Aber wir spüren, dass wir darauf noch zurückkommen werden. Was noch? Nun, einige Figuren aus der Filmgeschichte arbeiten in einem Bowling-Center. Vor allem in Der aus dem Regen kam von René Clément mit Annie Cordy und ihrer Tochter Marlène Jobert, die ein Bowling-Center an der Côte d'Azur betreiben und eine eher schwierige Beziehung haben. Eh bien, dis-le que je bois trop. Tu bois trop, moi. Wir möchten auch Curling von Denis Côté erwähnen, mit diesem Saisonarbeiter, der ein Bowling-Center in einer franco-kanadischen Kleinstadt betreibt. Curlis. Außerdem würden wir auch Jeff Bridges nicht vergessen wollen, der als erfolgloser Sänger in Crazy Heart regelmäßig in einem Bowling-Center auftritt. Ansonsten sieht man natürlich die Kunden, die Spieler im Film. Ein Vater, Ethan Hawke, und seine Kinder in Boyhood. All right, don't worry about it. Oder eine Gruppe Freundinnen um Juliette Binoche in Wie im echten Leben von Emmanuel Carrère. In meistens festlicher Stimmung, die manchmal von Liedern begleitet wird. Wie in Les Traducteurs von Régis Roinsart. Und die manchmal sogar von Liedern und Tänzen begleitet wird, wie in Grease 2. Im Gegensatz dazu symbolisiert das Bowling manchmal statt der Feier unter Freunden auch den Alltagstrott, die Monotonie und die Langeweile, was die Stimme aus dem Off von Michael C. Hall zusammenfasst, der in der Serie Dexter in einem Bowling-Center festsitzt. My best hope of losing him is to act relentlessly normal, dull. So I bowl. Aber auch die Dialoge zwischen Bill Murray und zwei neuen Freunden an der Bar im Bowling Center in Und täglich grüßt das Murmeltier. What would you do if you were stuck in one place and every day was exactly the same and nothing that you did mattered? Now that sums it up for me. Was noch? Nun, manchmal sind Wetten und Geld mit dem Bowling verbunden. Und einige sind in diesem Spiel begabter als andere. Zum Beispiel in Joseph Losey's Eine Frau wie ein Fisch, Isabelle Huppert, die nebenbei bemerkt, ein hübsches T-Shirt trägt. Ausgezeichnet in Bowling-Wetten sind auch Pat Morita und seine Freunde in Karate Kid 4, die nächste Generation, die am Anfang nicht sehr vertrauenerweckend aussehen, dann aber den Einsatz gewinnen. Was noch? Nun, Bowling-Center sind im Film auch ein Ort für Annäherungen und zweideutige Blickwechsel.
wie zwischen Vincent Lindon und Emmanuel Seigner in Der letzte Frühling von Stéphane Brisé. Oder in Die durch die Hölle gehen von Michael Cimino mit diesen unsterblichen Blicken zwischen Meryl Streep und Robert De Niro. Und manche, wie Al Pacino angesichts von Michelle Pfeiffer in Frankie und Johnny, halten es nicht mehr aus und gestehen ihre Liebe. I'm in love with you. I love you. I am totally, completely mad for you. Doch zuweilen geht der Flirtversuch beim Bowlen schief. Aus Ungeschicktheit für Pierre Richard in Ich bin schüchtern, aber in Behandlung. Oder die Flirtversuche scheitern aus Taktlosigkeit für Gérard Depardieu und Patrick Devers in Die Ausgebufften. Und manchmal nimmt eine Trennung beim Bowlen definitiv Form an, wie Vince Vaughn bitter feststellt, nachdem er sich in Trennung mit Hindernissen von Jennifer Aniston getrennt hat. Who here agrees with Brooke and thinks I should leave the bowling team? Shocker. Was noch? Nun, das Bowling Center ist oft ein Ort der Auseinandersetzungen und Spannungen. Hier finden angespannte Treffen mit Lino Ventura, Bernard Blier und anderen statt in Mein Onkel der Gangster. Aber auch in Ein Köder für die Bestie von 1962 wird Gregory Peck im Kreis der Familie vom bedrohlichen Robert Mitchum belauert. In Men in Black 3 verläuft die Suche nach Aliens durch ein Bowling Center. Und nicht zu vergessen ist in Running Out of Time von Johnny Toe der angespannte Warenaustausch. Get your hands off. Und schließlich kommt es zur Prügelei für die Yakuzas in Pale Flower von Masahiro Shinoda. Oder für den sehr wütenden Harrison Ford in Begegnung des Schicksals von Sidney Pollack. George! Aber wenn es um Gewalt geht, kommt nichts an die Auseinandersetzung zwischen Daniel Day-Lewis und Paul Dano in There Will Be Blood heran. Beenden wir diesen Überblick mit dem Tod, denn das Schlimmste kann auch beim Bowlen passieren. Hier in der Serie Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, beginnt diese Folge mit einer Szene, die nichts Gutes verheißt. What the hell? Im B-Movie Beware the Blob von Larry Hagman besucht der zu Scherzen aufgelegte Blob ein Bowlingcenter. Düsterer hingegen ist Cabin Fever von Eli Roth, in dem die traumatische Geschichte vom Bowlen am Feuer erzählt wird. Und wir sind so nett, nicht mehr zu verraten. So that way everybody was forced to watch. Kurz und gut, im Film bowlen einfach alle. Sowohl Michael J. Fox als Werwolf in Teen Wolf, ein Werwolf kommt selten allein, als auch die Aliens in Critters, sie sind da. Holy shit. Sowohl der junge Ricky mit der Hilfe von Christopher Reeve in Superman 3, als auch Edward Holcroft mit der Hilfe von Julianne Moore in Kingsman, The Golden Circle. Und das alles hat uns mal wieder Lust auf ein Ranking gemacht. Darum geht es jetzt los mit einem Michel Blanc, der in die Verlobung des Monsieur Ir alle beglückt, mit unserer traditionellen, völlig subjektiven Top 5 der besten Bowling-Szenen der Filmgeschichte. Jedenfalls für uns. Unsere Nummer 5. Beginnen wir mit Buffalo 66 von und mit Vincent Gallo. Denn dieser Film enthält eine lange Szene in einem Bowling Center, in der Vincent Gallo am Anfang erfolgreich ist. Am Ende aber deutlich weniger. Außerdem sind da ein paar Austausche mit Christina Ricci in Form von ziemlich erotisierten Fingerspielen. Aber die Szene enthält vor allem zur Krönung einen minimalistischen, sehr stilvollen Tanz zu Moonchild von King Crimson. Moonchild, dancing in the shadows of a river. Lonely moonchild,
Unsere Nummer 4 betrifft eine verhängnisvolle Affäre. Na gut, der Film von Adrian Lyne ist nicht einer unserer Lieblingsfilme, aber er enthält dennoch eine fesselnde Bowling-Szene. Michael Douglas hat gerade Glenn Close verlassen, die deprimiert und allein Puccini hört, während sich Michael Douglas parallel dazu mit seinen Freunden beim Bowlen amüsiert. Der Lärm und die Gewalt der Kegel kündigt auf gewisse Weise die kommende Entgleisung der Geschichte an. Nein, eigentlich ist eine verhängnisvolle Affäre echt gut. Unsere Nummer 3. 11 Uhr nachts von Jean-Luc Godard natürlich. Denn Anna Karina und Jean-Paul Belmondo gehen auch bowlen. Und bei Godard musste das selbstverständlich originell, wenn nicht sogar außergewöhnlich ablaufen. Bon. J'y vais, puisqu'on n'a plus rien à se dire. Rejoins-moi dans une demi-heure. Non. Je compte jusqu'à 137. C'est vraiment fou. Démarre ta confiance, tu verras moi aussi. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Unsere Nummer 2, Scarface, in der Version von Howard Hawks. Es ist bekannt, dass der Film auf einem simplen Spiel beruht. Ein Kreuz, ein X, kündigt systematisch Gewalt und Tod an. Zum Beispiel hier. Oder hier diese Hinrichtung, der bald eine aufsteigende Kamerafahrt folgt, die Xe offenbart. Oder hier das X auf der Tür, das vom X an der Wand verstärkt wird. Aber am besten gefällt uns in dieser Bowling-Szene der Tod von Boris Karloff, der vom X im Spielstand angekündigt wird. Just watch this one. Und schließlich unsere Nummer 1. Wir haben gesagt, dass wir darauf zurückkommen würden. Also los, The Big Lebowski, der Coen-Brüder. Das ist wirklich völlig offensichtlich. Denn auch wenn wir das Trio mit Jeff Bridges, Steve Buscemi und John Goodman schon erwähnt haben, so haben wir John Turturro alias Jesus extra für das Ranking aufgehoben. Genauer gesagt, seinen ersten Auftritt, der ganz inoffiziell einer der größten der Filmgeschichte ist.
zum Hotel California der Eagles in der Gypsy Kings Version für alle Ewigkeit. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, nada, nada de nadie. Ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo. Ella se me una vela y nuestra del camino, soy vos el coreador y yo te dije diciendo. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.